Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Ich bin Norman Weiß und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zum Lesemonat Oktober. Der Oktober war eigentlich, wenn man schon eigentlich sagt, nicht, war eigentlich ein guter Lesemonat, denn ich habe interessante, unterhaltsame und lehrreiche Bücher gelesen, aber ich habe nur wenig fertig gelesen. Die Bücher, die ich mir vorgenommen hatte, in diesem Monat zu lesen, die habe ich tatsächlich vorangetrieben, aber nicht beendet. Beendet habe ich Bücher, die ich vorneweg und nebenbei oder zwischendurch gelesen habe. Das sind immerhin 5 Bücher gewesen und zusammen sind es etwas über 1100 Seiten. Das ist ja auch schon was. Das erste Buch ist ein Roman, wo man über die Gattung so ein bisschen streiten kann. Fridolin Schley, Die Verteidigung. Es geht, darüber habe ich ja auch schon mal in einem Video gesprochen, um die Nürnberger Prozesse, und zwar um den sogenannten Wilhelmstraßenprozess gegen die Menschen, die auch wichtig waren, aber gegenüber den Hauptkriegsverbrechern des ersten Prozesses dann doch etwas hintanstehen. Und hochrangige Menschen aus Politik, Verwaltung, Justiz. Die wichtigsten Juristen hatten sich umgebracht oder waren wie Freisler bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Und so war dann Ernst von Weizsäcker, der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, der ranghöchste Teilnehmer dieses Prozesses, der ranghöchste Angeklagte dieses Prozesses. Und dieses Foto hier, dieses unscharfe Foto, von dem auch im Buch näher die Rede ist, das zeigt den Angeklagten, den älteren Herrn hier unten und den jüngeren Mann davor. Das ist Richard von Weizsäcker, der Sohn, damals Jurastudent, der sein Studium unterbrochen hat, um die Verteidigung seines Vaters aktiv zu unterstützen. Und das Buch handelt auf der einen Seite vom Ablauf des Prozesses, von der Anklage, von den Verhandlungen, von der Anklageführung, von der Verteidigungsstrategie und gibt somit einen akten- und faktenbasierten Einblick in ein tatsächliches Prozessgeschehen, das allerdings, und da kommt dann das Romanhafte ins Spiel, aufgeladen wird durch ja, die Gedanken des jungen Richard von Weizsäcker, der gezeichnet wird als Mensch, der reflektiert, was er sieht und in Frage stellt, was bislang für ihn gegolten hat. Der darüber nachdenkt, welche Rolle der Vater in der Familie gespielt hat, wie sein Amtsverständnis von der Familie begriffen, verstanden, beschwiegen wurde, wie die Sprache des Regimes, die Handlungsspielräume des Vaters, auch die Äußerungen des Vaters immer mehr überformt hat. Was war Anpassung, was war Widerstand aus dem Betrieb heraus, so wie der ältere Weizsäcker seine Rolle verstanden wissen wollte, wie die Verteidigung dann auch plädierte. Das wird auf eine sehr interessante Art und Weise nachgezeichnet, die aber eben auch die Verstrickung deutlich werden lässt, die Angehörige der Führungselite, wenn sie nicht den offenen Bruch gewagt haben und was aus der heutigen Perspektive sehr viel leichter als in der damaligen Realität zu fordern ist, ihr Leben, ihre Gesundheit und Leben und Gesundheit ihrer Familie riskiert haben, dann ist das Mitmachen immer auch schuldbeladen. Und wie man damit umgeht, was man davon ausblendet, was man für sich akzeptiert und was man für sich nicht akzeptiert, nicht akzeptieren kann, das wird in diesem Buch, das über weite Strecken eben Selbstreflexionen Richard von Weizsäckers nachzeichnet, erfindet, darüber spekuliert, das wird von Schley sehr anschaulich gemacht. Und dadurch hat das Buch für mich einen sinnvollen Beitrag geleistet
beim Blicken auf diese Vergangenheit. Also insofern kann ich zur Lektüre empfehlen. Buch Nummer 2, ein Kriminalroman aus der Feder von Donna Leon, Vendetta, Kommissarius Brunettis vierter Fall, also ein Oldie. Das Buch wurde in den 90er Jahren geschrieben und das merkt man auf jeder Seite. Es ist so fantastisch, so wunderschön, eine Zeit, in der das Handy ein Luxusgegenstand ist, den nur ganz wenige haben, ebenso wie das Fax als Symbol der Mächtigen, die auf diese Art und Weise sozusagen in sekundenschnelle Anweisungen schicken können. Ganz fantastisch. Es wird geraucht. Nicht, dass ich je geraucht hätte, aber zum kulturellen Stimmungsbild der letzten, was weiß ich, 250 Jahre und insbesondere der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zählt das Rauchen. Und die Selbstverständlichkeit, mit der es hier eben passiert, verwundert einen dann eben doch, wenn man merkt, mit welcher Selbstverständlichkeit wir das Rauchen aus dem öffentlichen Leben getilgt haben. Gut, es gibt immer noch diese hartnäckige Stadt Berlin und die großen Teile von Berlin, in denen geraucht wird, aber davon abgesehen sind wir da doch unter Gesundheitsgesichtspunkten schon recht erfolgreich gewesen. Jedenfalls merkt man, dass das Buch in anderen Zeiten geschrieben wurde und authentisch diese Zeit widerspiegelt. Das ist keine krampfhafte Nacherzählung, wie man das ja so oft hat, sondern es ist authentisch, selbstverständlich, das, was passiert. Es ist der vierte Brunetti und das heißt, für mich ist er ein entspannter Brunetti, bei dem der Kriminalfall Übergewicht hat vor dem gesellschaftlichen Missstand, der die Folie für den Kriminalfall bildet und dessentwegen ein Mord passiert. Oder mehrere Morde, wie das ja dann häufig so ist. Aber beim Lesen hatte ich den Eindruck, dass der Kriminalfall das Problem ist und der gesellschaftliche Missstand eben die Ursache bildet. Aber es ist kein Roman über den gesellschaftlichen Missstand, in dessen Verlauf zufälligerweise jemand umgebracht wird und der gerade durch die Geschichte stolpernde Kommissario Brunetti muss den Fall aufklären. So ist es hier nicht, so ist es später ja doch öfter, aber hier sind wir noch in der klassischeren Kriminalroman-Tradition. Das hat mir sehr gut gefallen. Kompletter Themen- und Szenenwechsel. Akwaeke Emesi, der Tod des Vivek Oji. Ein Roman unserer Zeit, ein Roman aus Nigeria, ein Roman über das Leben und seine Verneinung, über gesellschaftliche Zwänge, über Konventionen, über Rückständigkeit, ja, aber vor allem über Engstirnigkeit und über das, was wir Menschen leider so besonders gut können, das Ausblenden von Konflikten, das Beschweigen und das Ausweichen, das dann in vielen Fällen und so eben auch hier zur Katastrophe führt. Hier muss ein Mensch sterben, ohne dass es einen echten Grund dafür gibt. Und dass es zwar keinen echten Grund, aber ganz viele Gründe dafür gibt, dass passiert, was passiert, das wird in diesem Roman sehr gut erzählt. Für mich war es eine ganz andere Leseerfahrung. Es war, wenn ich mich richtig entsinne, mein dritter Roman eines nigerianischen Autors. Ich würde sagen, es war bisher der beste, den ich gelesen habe. Also, auch dieses Buch bekommt eine Empfehlung mit auf den Weg. Dann bin ich zurückgekehrt zu einer Geschichte, die ich sehr mag, die ich in ihrer ausführlichen Buchfassung ungezählte Male gelesen habe, deren Verfilmung ich mindestens 10-mal gesehen habe. Ich weiß, dass ich allein in dem Jahr, in dem der Film rauskam, 3-mal im Kino war. Und dann gab es ihn x-mal im Fernsehen und ich habe ihn oft gesehen. Und vor einiger Zeit habe ich mir dann eine Graphic Novel zu dieser Geschichte gekauft und zu der habe ich jetzt zwischendurch zur Entspannung wieder einmal gegriffen. Und zwar geht es um Agatha Christie, Tod auf dem Nil.
eine ganz wunderbare grafische Adaption. Die Zeit der 30er Jahre auf eine ganz wunderbare Art und Weise einfängt, die sich freistrampelt von dem übermächtigen Vorbild der Verfilmung und das wirklich sehr gelungen macht, aber trotzdem natürlich durch das Setting Kreuzfahrtschiff auf dem Nil diese Anklänge eben hervorruft. Und also für mich ist das eine Geschichte, in die ich eintauchen kann, die mir vertraut ist, deren Figuren mir vertraut sind. Natürlich auch die Auflösung, ja, aber wie verzweifelt hier Menschen um ihr Schicksal ringen, welche Wege sie einzuschlagen, welche Taten zu begehen sie bereit sind, das wird hier eben zum Teil sehr lakonisch dargestellt und aber auch sehr hübsch, grafisch umgesetzt. Eine gleichwertige Adaption, wie ich finde, die ihren Rang hat und selbstständig sowohl neben der Buchvorlage als auch neben der Verfilmung bestehen kann. Auch wenn sie natürlich durch den geringeren Umfang nicht alle Details abbilden kann, so ist doch die Kombination von Text und Bild eine, die auch ihre Stärken hat und auch Dinge ausdeuten und ausloten kann. Man kann sie zügig durchblättern und durchlesen, dann ist man schneller fertig, aber man kann eben die Bilder auch intensiv betrachten, auch Vergleiche anstellen, sowohl innerhalb des Textes, wie sich Dinge verändern, auch wie sich die Darstellung verändert, oder eben mit der Erinnerung, wenn man nicht gar akribisch im Buch nachschauen will, wie Agatha Christie Dinge beschreibt und wie sie dann hier grafisch umgesetzt werden. Also insofern ein Buch, das mir Lesevergnügen bereitet hat. Echtes Lesevergnügen. Und schließlich las ich Der Hahn ist tot von Ingrid Noll. Ein Buch, das ich vor vielen Jahren meiner Mutter geschenkt habe. Und als ich neulich in ihrem Bücherregal stöberte, fand ich es und dachte, das hast du selber nie gelesen, und nahm es mit und habe es dann hier relativ zügig durchgelesen. Ich bin jetzt nämlich momentan wieder mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und da sind dann die großen Bücher, in denen ich auch gelesen habe, immer so ungünstig mitzunehmen, und deswegen war irgendwie so Taschenbuchzeit und auch Ingrid Noll ist dann an die Reihe gekommen. Und hier geht es um eine Frau, die man zu den Zeiten von Agatha Christie und Miss Marple als ältliche Jungfer bezeichnet haben würde. Sie steht sozusagen an der Schwelle, in diese Lebensphase hinüberzugleiten. Sie hat sich emporgearbeitet, ist eine geschätzte Fachfrau in einer Versicherung und lebt ihr Leben auf sich gestellt. Und dann, durch Zufall, begegnet sie einem Mann, einem Künstler, einem Schriftsteller. Und sein Auftritts-Ich, das sie im Rahmen einer Lesung erlebt, entflammt sie. Und sie verliebt sich in ihn. Und er, der noch nicht einmal weiß, dass sie existiert, muss erleben, wie sie seinen Weg kreuzt, wie sie in sein Leben tritt. Und in einer entscheidenden Phase seines Lebens unerwartet zur Stelle ist. Von dort an ist beider Schicksal aneinander gekettet. Und in einer wahrhaft grotesken Abfolge von Einfällen und Zufällen und Dingen, auf die ich mein Lebtag als Leser nicht gekommen wäre, entwickelt Ingrid Noll hier eine rasante Fahrt, die immer mehr an Dramatik zunimmt. Und es ist ein, also wirklich, ich habe so viel gelacht, es ist ein Leseerlebnis, fesselnd, lustig, schwarzer Humor, und die Quintessenz, um mit Loriot zu sprechen, wäre: Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen, und dieses Buch zeigt, warum das so ist. Ganz, ganz großes Kino, und wer wie ich zu den Spätberufenen gehört und von diesem Buch noch nichts gehört hat oder es jedenfalls noch nicht gelesen hat, der sollte das schleunigst nachholen.
ganz großes Kino. Ja, das war auch schon das, was ich beendet habe. Wie gesagt, gelesen habe ich mehr. Ich habe sowohl in Mansfield Park gelesen, als auch in der Autobiografie von Barack Obama, sowie schließlich in dem großen Buch Experiment Weimar. Ich habe überall Fortschritte gemacht, aber eben keine Beendigung. Das bleibt dem November vorbehalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt in den Kommentaren, was ihr von den Büchern haltet, wenn ihr sie kennt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.